Hey yo, herzlich willkommen zurück zu Trials of Mana. Vielen Dank fürs Einschalten und los geht's. Wir haben beim letzten Mal haben wir Laurentien zurückerobert und jetzt geht's zurück nach Valsena zum König, um weitere Informationen zu erlangen. Wir sind gerade im Hafen von Paolo. Da sind wir. Genau, und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, im Waffenladen reinzuschauen. Ich schaue aber mal eben rein. Was bist du denn? Hallo? Ach, das macht nur ein Piepgeräusch, wie so ein Küken. Oh, wie süß. Okay, hier ist der Waffenladen. Und der hat tatsächlich bessere Sachen und wir können uns alle davon kaufen. Ja, Resi hat nichts Besseres. Das ist gleich. Aber die zwei Sachen holen wir uns. Den Zinnstab. Ja. Und direkt anlegen. Und den Kriegshammer. Den... Oh, Charlotte. Ihre Waffe heißt einfach mal der Kriegshammer. Alles klar. So, alles andere ist verkauft. Dann haben wir auch noch zwei Rüstungen, die wir kaufen können. Mache ich. Einmal kaufen und anlegen. Kaufen und anlegen. Sehr gut. Und damit sind wir ausrüstungsgemäß soweit wieder ausgestattet. Huch. Da ändert sich gerade noch die Tageszeit. Okay. Ja, und jetzt müssen wir wohin? Da hinten, hier runter. Und dann nach links abbiegen. Da ist was zum Looten. Ja, wisst ihr was, bevor wir jetzt da weiterfahren? Ich gucke mich mal eben hier in der Stadt um nach dem ganzen Loot. Ach, guck mal, hier hinter dem Haus eine Kiste versteckt. Hinter dem Haus ebenfalls eine Kiste versteckt. Okay, hinter dieser Mauer auch eine Kiste. Hei, 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 hei. Hä? Und hier neben dem Loot ist ein Kaktus. Hi. Ja, du hast Kaktusfratz gefunden. Oh, wow. Jetzt kriegen wir unseren Preis. 5,55. Ich habe die gar nicht mehr im Kopf gehabt. 5,55. Hi, Kaktusmann. Kaktusfratz. Jo, finde heraus, wie viele Schätze noch ungedeckt sind. Anzeige über... Ah, ja. Okay, aber wir haben jetzt eine Belohnung bekommen. Preis hier. Dankeschön. Haben wir jetzt bekommen. Alles klar. Dankeschön. Und zwar bekommen wir jetzt... müssen wir mal eben gucken. Info zu Schatzfundorten. Okay. Info zu Schatzfundorten. Okay. Vielleicht sehen wir dann oben auf der Minimap, wenn man da gerade mal hinguckt, da sind offene Schatztruhen. Die werden aber erst dann angezeigt, wenn ich sie geöffnet habe. Vielleicht werden jetzt Schatztruhen auch angezeigt, ungeöffnet. Vielleicht. Aber ich glaube, das war es jetzt auch und wir können jetzt mit dem Schiff fahren. So, hier haben wir eine Sache noch, ein Bonbon. Und jetzt, Kapitän, können wir meinetwegen, hier ist nichts mehr los, fahren. Ganz gleich, wie viele Passagiere. Die Fahrt ist kostenlos. Kommt an Bord. Oh, wow. Okay, dann alle einsteigen. Alle an Bord. Ja, Leute. Da geht's los, unsere wilde Fahrt. So, was gibt's diesmal zu besprechen? Legt los. Ja, wie es aussieht, gibt's hier gar nichts zu besprechen. Oh, hä? Oh, wir sind noch auf dem Schiff. Glaube ich. Oh, oh. Oh oh, das ist nicht gut. Ich sag ja, wenn dann müssten wir für die Fahrt bezahlen. Kostenlose Fahrten gehen nie gut aus. Oh oh. Warum pocht denn hier so ein Herz? Poch, poch. Ah, okay, ihr beiden seid auch auf. Da ist irgend so ein Herz am... Was ist das? Ach so, nee. Oder ist das ein Albtraum? Können wir... Huch, oh, da seid ihr. Ich dachte gerade, ihr seid verschwunden. Kann ich wechseln? Okay, ich kann wechseln. Hallo? Ist das jetzt ein Horrorspiel geworden? Silbersachen sammeln. Oh, cool. Das ist cool. Ist es ein Horrorfilm? Oh. Und Resi, die ist... Oh. Und Resi ist richtig ganz hart. Ja, die sagt auch gar nichts. Die steckt das ein, der ist halt egal. Engelskelch? Okay, das ist ein Horror. Das ist. Guck mal, da ist versperrt. Ich warte gerade nur auf einen Jumpscare. Bum, bum. Bum, bum. Oh, Loot! Okay, das war keine Falle. Heilkraut. Da hinten gibt's ein Bonbon. Oh, da wurde ein Bonbon angezeigt, oder? Ist das ein Laden? Kann auch ein Laden gewesen sein. Oh. 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 O
Oh. Ja, Moment. Ach, Geistern. Ja, dann. Dann ist es ja okay. Solange es nur Geister sind. Aha. Okay, Spoiler-Alarm. So funktioniert... So funktionieren Jumpscares nicht. Die Jumpscares, das darfst du nicht spoilern. Okay, super mega Special Move Mordstern. Boah, alle weggeballert hier. Huch. Nicht alle. Aber Zombies, die hatten wir doch immer schon. Huch, ey. Was war das denn? Super mega Doppelhieb. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen Magie einsetzen. Heilige Kugel. Schwäche. Da stand gerade Schwäche. Bum, bum. Bum, bum. Hallo? Oh, eine Truhe. Aber hier ist aber auch niemand, ne? Sind irgendwie nur... Was ist denn mit den anderen Leuten alle passiert? Frage ich mich. Ist unser Kapitän auch am Pennen? Irgendwie ist hier keiner außer wir. Sind wir echt die Einzigen, die mitgefahren sind? Wir haben auch gar keine Missionsanzeige. Huch. Das war eine Falle. Magieangriff. Die sind anscheinend schwach gegenüber. Schwäche. Entweder heißt das, mein Angriff ist schwach. Oder. Ich glaube, mein Angriff, genau. Ich glaube, der Lichtangriff. Hallo? Wer bist du denn? Ich glaube, der Lichtangriff ist nicht effektiv auf Zombies. Licht auf Zombies? Hi, ich bin da mal wieder weg. Ich frage mich gerade echt, ob wir träumen. Das ist doch nicht real hier. Lucre, danke. Oh, da hinten ist ein Waffenladen. Ey, wehe, da gibt's bessere Waffen. Ich habe gerade aufgepimpt. Angriff! Schleim! Lass mich in Ruhe, Zombie! Ey, geh weg von mir! Was ist mein Lichtangriff denn stark auf Schleime? Das sah aus wie ein ganz normaler Angriff. Heilige Kugel. Das war, glaube ich, Charlotte. Auf dem Ghoul nochmal. Da steht sogar Schwäche. Wenn wir... Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Da steht sogar Schwäche und normal. Aber Schwäche, glaube ich, heißt, dass das nicht sehr effektiv ist. Ja, so sieht es auch aus. Das sieht ein bisschen besser aus. Okay, jetzt macht sie fertig. Hat der Schleim sich gerade aufgeteilt? Nee, ne? Funkelregen. Okay, da rein. Bum, bum. Oh, da ist ein Zettel. Den kann man lesen sogar. Wow, krass. Dort steht, stellt das Buch des Blutes, das Tagebuch des Todes, den Folianten des Fluches und das Druckwerk der Dämmerung ins Regal. Och, nö. Haben wir jetzt hier... Oh, die Tür geht nicht auf. Ach, dann geht die Tür auf. Okay, machen wir. Der Titel, Lautschriftrolle der Sterne. Ach so, nee. Nee, warte. Ich guck mir das nochmal an. Des Blutes, des Todes, des Fluchs und der Dämmerung. Des Blutes. Ja, den können wir ins Regal stellen. Du hast das Buch ins Regal gestellt. Das hier aber nicht. Das ist des Sterne. Nö. Nö. Kein Interesse. Ich hoffe, solche Bücherstände gab es nicht vorhin schon, aber das müsste ich ja gesehen haben, weil die Dinger leuchten wie nichts anderes. Da hinten ist nochmal eins. Ich würde die Tür gerne aufmachen. Vielleicht müssen wir das sogar für die Mission. Mal gucken. Titel des Fluches. Ich glaube schon, ja. Du hast das Buch ins Regal gestellt. Ja, ich glaube, Fluch war auch dabei. So. Waffenladen. Huch. Ey, ich wollte doch nur in den Waffenladen. Mieser Zombie. So. Das war's mit deiner Zombie-Karriere. Okay. Herr Zombie-Waffen. Ihh, der hat da richtigen Sabber. Sabber-Streifen hat er da hängen. Okay, der hat nichts Besseres. Dann will ich auch nichts weiteres bei dir. Ich bin schon wieder weg.
Da hinten nochmal ein Buch. Ich glaube, irgendwas mit Dämmerung jetzt noch und... Warte mal, mein Magieangriff. Ist der normal? Okay. Ich brauche unbedingt die anderen Magieangriffe. Ich habe leider nur diesen Lichtangriff. Ich brauche unbedingt die anderen. Huch, den hätte ich ausweichen sollen. Nochmal. Sehr gut. Oh, oh, Furor, weg. Okay. Poltertruhe. Die muss doch Loot geben, oder? Was hat die gegeben? Wie bitte? Goldsachensamen. Goldsachensamen. Oha. Der zählt auch Tagebuch des Todes auf jeden Fall rein. Ja. Ja, Tagebuch des Todes kommt direkt rein. Jetzt bräuchten wir nur noch das mit der Dämmerung, glaube ich. So, mal schauen, wo wir den finden. Vielleicht hier. Oh, wenn das jetzt das mit der Dämmerung ist, voll Grund irgendwas mit... Nee, Tageslicht, nö. Wer braucht denn das? Weg damit. Jetzt noch in den Waffenladen gucken. Boah, das war schön. Das war ein schöner Angriff gewesen. Aber ich glaube nicht, dass es hier was Besseres gibt. Wie ich mir gedacht habe, nichts Besseres da drin. So, wie ist es jetzt mit dem letzten Buch? Hier muss ich gucken. Ja, das ist wahrscheinlich unsere Mission, weil hier geht es nicht weiter. Warte mal, eben hier um die Ecke gucken. Ah, hab ich mir doch irgendwie gedacht. Ist wieder eine Poltertruhe? 666 Loot. 666. Aha, ich hab's verstanden. Was ist das eigentlich? Normal. Nee, Schwäche. Okay, dafür hat es aber viel abgezogen. Aber die haben nicht viel HP. Die halten nicht viel aus, die Dinger. Okay. Ein Bonbon. Und jetzt müssten wir hier das letzte Regal eigentlich haben, oder? Nein? Hm. Okay, wartet. Ich mach meinen Angriff. Jetzt. Oh nein, nicht auf den Schleim. Oh, der Stein steckt das aber gut ein, der Schleim. Okay. Ja, ach, da ist das Buch. Ah. Genau, das Druckwerk der Dämmerung ist es. Ins Regal stellen. Es klingt, als hätte sich irgendwo eine Tür geöffnet. Hm. Wo mag das wohl gewesen sein? Da ist die Tür mit dem Zettel gewesen. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, wenn man das falsche Buch reinstellt in das Regal, dann tauchen noch mehr Monster auf, denke ich. Wo ist der Kapitän? Hier ist keiner mehr. Oha. Das ist ein Traum, die träumt. Die hat einen Albtraum. Oder? Die hat einen Albtraum, nein? Martello. Okay. Nachdem ich es ausprobiert habe, gehe ich wohl lieber nach Hause? Was? Wie? Wie jetzt seid ihr mit dem Ausprobieren sein? Sollen wir jetzt zu Geister werden oder was? Hey, jetzt wirklich? Irgendwie ist hier, geht aber jetzt gerade hier ziemlich komisch. Warum werden wir denn jetzt zum Geist? Das ist doch immer noch ein Traum. Ja, das ging aber schnell. Ich soll den Fluch an jemanden weitergeben? Jetzt guck nicht, Wow, okay. Wow. Das war doch nur ein Joke. Ich habe zwar auch dran gedacht, aber das war ein Joke. Schön. Ich glaube, das geht vielleicht sogar wirklich. Es ist kein Scherz. Ja, wer den Fluch verursacht. Ich glaube, wir können jetzt tatsächlich sogar tauschen. Ist kein Witz. Ja.
Aber, Resi, nein, 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 wir tauschen ausnahmsweise mal. Wir tauschen. Danke. Angela hat die Gruppe verlassen, ja. Wir lassen Angela mal tatsächlich jetzt hier. Und, ja, Resi und Charlotte müssen das jetzt mal hier selber hinkriegen. Mal abgesehen davon, dass ich auch gerne mit Resi kämpfe. Oh, da hinten müssen wir hin? Da lang? Oh, warte, können wir hier rüber hüpfen? Nee. Stimmt, da ist nochmal ein Weg nach oben. Oh. Den haben wir aber noch gar nicht genommen. Jetzt müssen wir rausfinden mit Resi und Charlotte, was den Fluch verursacht, um Angela wieder rauszuholen, ne? Aus der Misere. Klopf, klopf. Und hier kommen Gegner. Ja, ich sehe sie ja schon da unten. Egal, ein bisschen EP sammeln ist immer gut. Okay, du hast gewonnen. Also im Nahkampf macht Resi schon ganz guten Schaden. Aber geht es gar nicht hier weiter? Das wäre jetzt einfach nur der Kampf. Mehr nicht. Okay, war jetzt nur der Kampf. Ja gut, meinetwegen. Hab ich nichts dagegen. Ein bisschen EP für nichts. Wird das ein Hinterhalt? Nein. Meine Karotte. Mein Heilkraut. Da lang? Ne, da lang erstmal. Kleiner Raum. Aber eine Truhe. 444. Hm. Ich weiß nicht, ob das auch eine Bedeutung hat. Guten Tag. Oh, hier kommen doch gleich sicher wieder irgendwelche hoch. Ein Bonbon, dankeschön. Die Truhe nehme ich aber auch mit. Aha. Aha. Du schon wieder. Pass mal auf jetzt. Zack. Luftlanze. Hätte ich näher rangehen sollen? Nein, passt. Okay. Und jetzt kriegst du den hier noch ab. Wirbelwindspeer. Ja, der schmeckt dir, ne? Der hat dir geschmeckt. Lass Charlotte durch. Die hat nur noch 21 HP. So. Schnell besiegt. Jetzt hat sie wieder voll. Ich glaube, die hat aber auch irgendein Item eingesetzt. Huch. Was für ein Kampf. Huch, lass mich in Ruhe. Windelweich. Sehr gut eingesetzt. So. Haben wir Schokolade bekommen? Wir haben Schokolade bekommen. Ne, eingesetzt. Ach, eingesetzt. Dann war das Charlotte, die hat Schokolade eingesetzt. Aha, wer seid ihr denn? Guten Tag. Ach, ihr seid Gegner. Ach, ich dachte, hoppala. Ich dachte, das sind, die gehören mit zur Mission irgendwie. Oh nein. Schnell noch ausgewichen. Boah, diese Geister da oben, die machen aber ganz schön Schaden immer mit ihren Angriffen. Habe ich den nicht ausgewichen? Ich bin mir nicht sicher. War ein bisschen knapp. Nein, Charlotte, du hast nicht mehr viel HP. Halte durch. Okay, wir haben ihn. Ich glaube, Charlotte braucht unbedingt mal was zum Heilen. Komm, ich gebe ihr mal was, oder? Ja, komm, wir gehen mal weiter. Vielleicht finden wir so eine Statue. Ja, gut, dass ich die Items nicht eingesetzt habe. Ach nee, die heilt uns aber nicht. Mist. Die heilt uns nicht. Hm. Na gut. Da ist ein Item. Komme ich aber nicht dran. Muss einmal rumlaufen. Schneller. Oh nein, nicht ihr schon wieder. Nicht ihr. Wartet. Ich habe für euch was ganz Besonderes. Und zwar den hier. Wirbelwindspeer. Damit können wir auch die Leute in der Luft treffen. Sehr gut. Aber der andere, der ging immer hinter uns. Der ist schlau gewesen. Was, wie nennt ihr euch? Schämen? Ja, dafür solltet ihr euch schämen. Uns einfach so anzugreifen. Komm runter da. Schäm dich. Nix da oben. So. Okay, wir müssen einmal komplett rum, aber ich glaube, da kommen wieder diese Schämen, oder? Nein. Okay. Ein Heilkraut. Dankeschön. Ich glaube, das löst die Statuseffekte, die negativen. Teufelchen. Ich finde das schön, immer wenn ich einen negativen Statuseffekt bekomme. Also nicht immer, aber manchmal setzt dann Charlotte auf mich das Heilkraut ein. Das ist wirklich nett von ihr. Oh. Dankeschön. Ehre geht raus an den Teammitgliedern. Oh, hier ist nichts. Vielleicht im anderen Raum? Auch nichts. Warum existieren die dann? wir sind vor angekommen. Irgendein Gegner jetzt. Irgend so ein Mittelboss. Jetzt nicht so ein Boss-Boss, sondern eher so ein kleiner. Sag mal, auf welchem Schiff sind wir hier gelandet? Mit dem fahren wir doch schon öfter, oder? Ha ha ha.
Machen wir. Zu zweit nur, okay. Jetzt interessant. Müssen wir kämpfen? Okay. Ah, ziehen aber schon mal gut. Huch, was macht der? Okay, ja, sammel die ein. Sammel die ein. Nochmal, nochmal, da ist noch einer. Gönn ich mir. So, und jetzt direkt einen Angriff machen. Luftlanze. Hoffentlich war das nicht zu weit weg. Es hat getroffen, okay. Ja, ich muss echt ein bisschen heran mit dem Angriff. Windelweich, sehr gut, Charlotte. Raus hier, raus hier. Gut, Charlotte wurde getroffen, glaube ich. Da hinten. Verstummt, was ist das? Charlotte, nicht auf Charlotte. Oh, ja, warte, warte, warte. Ich helfe dir. Schokolade. Kein Problem. Ah, der soll auf mich gehen. Auf mich ist das nicht so schlimm. Ich kann ein bisschen besser ausweichen. Auch wenn ich sie jetzt gerade abbekommen habe. Der Angriff war neu, wenn ich mich verteidigen darf. Wo ist er hin? Da hinten. Ich sammle mal eben die blauen Dinger hier ein. Die blauen Fässer für meine KR-Leiste. Ah, ey, hör mal. So aber nicht hier. So läuft das nicht. Kritischer. Resi macht viele kritische Treffer, finde ich. Gut, gut. Ah, pass auf. Okay, komm her. Und ich glaube, von hinten ist die Crit-Rate nochmal erhöht. Nein. Ah. Nein, ja, du musst aufpassen. Du musst ausweichen. Wo ist die Schoko? Bitte pass auf dich auf, Charlotte. Wir schaffen das aber. Wir schaffen es gegen Grover. Ausweichen. Ja. Den Angriff, den hatten wir schon mal. Wo ist er jetzt? Geisterfahrt? Was ist Geisterfahrt? Oh nein, der macht irgendwas Neues. Okay. Oh, Charlotte konnte auch ausweichen? Ja, die weicht auch aus. Oh, was ist das? Müssen wir das angreifen? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben es angreifen können. Okay. Jetzt kann er ruhig mal wieder auftauchen. Da ist er ja. Okay. Ja, ich warte bis 200. Obwohl, wir könnten mal eben wechseln. Ah, sie hat Springen eingesetzt. Sehr schön. Dann brauchen wir das nicht machen. Oh, oh, verstummt. Ah, das ist der andere. Okay, Charlotte, gehen wir mal vorsichtshalber. Dann brauchst du auch nicht so viel Mana eingeben. Noch ein Bonbon eben. Ja, das war ein doofes Timing. Bonbon. Nein, nicht auf uns. Ah, doch, auf uns auch. Und jetzt nochmal auf Charlotte. Sehr gut. Okay, haben gleich die Hälfte. Verstummt. Jetzt machen wir den hier. Der müsste treffen. Bam. 832. Okay. Oder? 832? Ich bin mir gerade wegen der 3 nicht sicher. Ist ja auch egal. Verstummt. Auf mich. Sehr gut. Ausgewichen. Kritischer. So, okay. Ich versuche mal ein bisschen mit stärkeren Angriffe. Mit den schweren. 59, 62. Okay. Aber wir kommen mit unserer Verteidigung ganz gut aus. Bin mal gespannt, ob der gleich in der Halbzeit nochmal etwas in die Phase 2 übergeht. Ich bin down. Schnell wechseln. Engelskelch. Das kam jetzt gerade, das war heftig. Auch Charlotte hat es gerade ziemlich erwischt. Wechseln. Und Bonbon auf Charlotte geben. Das kam gerade echt heftig. Huch. Okay. Grover. Lass es sein. Komm her und befreie unsere Freundin von dem Fluch. Wir verfluchen dich. Und du bist wahrscheinlich der Ursprung des Fluches. Wenn wir den besiegen, muss der wahrscheinlich nicht mehr weitergeleitet werden. Da ist er. Hat er was gebracht? Ach, guck mal. Wir müssen den... Wenn wir den jetzt gleich angreifen, wahrscheinlich ziehen wir dann mehr. Wahrscheinlich passiert dann wieder irgendwas. Nein, komm. Ja. Jo. Ja, genau das. Jetzt ziehen wir richtig viel. Oh ja. Ja, das finde ich immer cool. Okay. Das muss ich mir merken. Hätten wir das beim Anfang gemacht, hätten wir den wahrscheinlich schon unter ein Viertel down. Das war richtig gut. Soll er gleich nur nochmal machen. Das kommt nur uns zugute. Okay. Der Angriff ist am heftigsten von ihm. Wo ist der Engelskelch? Da. Kein Problem, haben wir noch 8 Stück. Aber passt. So, wechseln und wieder ein Bonbon an Charlotte verteilen. Okay, wir wechseln aber mal eben zu Charlotte und machen Springen. Bam, 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 bam. Die könnten wir aber auch sehr gut einsetzen als Konter, nachdem er von uns betäubt wurde. Wo ist er?
Ah, schade, ich habe gehofft, der macht das wieder. Wir müssen aufpassen wegen seinem Wirbelwindangriff. Ne, der nicht. Der ist nicht so schlimm. Wenn er seinen Wirbelwind macht. Da, da, da. Der ist heftig. Der ist heftig. Wenn man da zu nahe steht und der trifft einen. Komm, mach wieder. Mach wieder deinen Angriff hier. Ah, oh, das ist doch kein Problem hier. Was macht der jetzt? Nicht den. Erstmal Bonbon verteilen. So. Helau. Was war. Ja, jetzt macht er den wieder. Nein. Komm, kannst ruhig dauerhaft machen. Hab ich wirklich nichts gegen. Dunkle Macht? Oh oh. Ja. Krasse Macht. Er ist auf der dunklen Seite. Hat die dunkle Macht eingesetzt. Charlotte? Na. Aber besser ist, ich gebe ihr einen Bonbon. Sonst, wer weiß, was da passiert, ne? Ja. Okay. Das passt. Noch 2% und dann können wir auch gleich die Fähigkeit einsetzen. Wo ist das Ding? Da ist es. Ah, das hat jetzt ganz schön gezogen. Aber ist mir egal. Ich will das Ding down kriegen. Ja, komm. Und noch einmal. Ja, okay. So, 1% noch. Oh, das wird so viel ziehen. Das wird richtig schön ziehen. Oh, wow. Das hat richtig schön gezogen. Okay, Charlotte. Windelweich, dann haben wir den. Okay, jetzt setzen wir uns einfach auf dir. Und besiegt. Oh, ich mag diesen, wenn er betäubt wird und man dann noch mehr Schaden macht. Das finde ich gut. Peng. Ist damit der Fluch weg? Ich glaube ja. Also brauchen wir den nicht weitergeben. Oh nein, das ist so gemein. Angela bekommt jetzt die Erfahrungspunkte nicht. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Umbra. Er will uns seine Kraft leihen. Dunkelelementar. Warte mal, was? Dunkelelementar Umbra? Hä? Das ist ein Elementar? Ja, Angela ist der Gruppe beigetreten. Finde ich gut. Ja. Das war ein Element. Das war ein Elementar? Dass du Zugriff auf Umbra. Ja. Elementar. Dunkelelementarschaden. Yes. Wow. Das war also kein Traum. Was für ein Zufall. Ach, gar nicht in der Welt. Ach so. Ach so. Ja dann. Verreisen wir erstmal.闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では、闇の真珠が。いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によって、マナストーンのエネルギーを平和に使っていた。やがて人々は エネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。夜寝るときにベッドでおじいちゃんが昔話として同じようなことをお話ししてくれた。小難しいからよく眠れるってチコレが。ついに闇のマナストーンの封印が解け、真珠と 闇の魔物たちにより、世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来、マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂は、こうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後、闇の真珠はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのは？
なぜか突然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまったのだ。それから長い年月が過ぎ、世界は蘇った。だが闇の神獣は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で、 再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして？ Ach so. Ja. Ja. Ja, dann, ja. Und wo sind wir dann jetzt? Ach, gestrandet. Hilfe. Guten Morgen, Angela. Guten Morgen, Charlotte. Guten Morgen, Resi. Wajo, gozaimasu. Was? Wo? Jetzt bricht ein Vulkan aus. Was geht denn hier ab? Insel Beute. Ja! Alles Klärchen. Eins nach dem anderen hier. Erstmal, jetzt landet alles okay. Dann landen wir auf einmal auf so ein Horrorschiff. Und, jetzt auf einmal auf einer Insel, wo ein Vulkan ausbricht. Ich meine, geht's den Captain eigentlich gut? Wenn der überhaupt noch existiert? Oh, interessante Kreaturen gibt's hier. Finde eine Möglichkeit zu entkommen. Ja. Hilfe! Insel, Vulkan bricht aus. Alles wird wieder gut. Vielleicht. Ich will keine falsche Hoffnung machen. Ah, ich mag's aber gerade schön. Ich find's gerade wieder schön, dass wir ein bisschen anderen Musiktyp wieder haben. Als auf dem Horrorschiff. Was ist das denn? Eine Fahne. Und einen Schildkrötenpanzer? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also es ist eine Fahne, aber ich würde es auch gerne mal sehen. Oh, oh. Oh, oh, die Erde bebt. Ja, wo geht's denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt auf einmal hier? Ach, da lang. Ne, von da kamen wir. Hier lang wissen wir. So, zack, bisschen HP auffüllen. Was seid ihr für Gegner? Lichtangriff, ist das gut gegen euch? Ganz normal, okay. Zack. Und nochmal. Zack. Wir sind Magier. Und noch einmal rein da. Und jetzt kommt unser Doppelschlag. Zack. Was ist denn mit dem Himmel passiert? Der ist auf einmal schwarz geworden. Ah, dem Himmel geht's wieder gut. Oh, da ist eine goldene Statue. HP und MP wieder auffüllen. Da kann ich ja ruhig draufhauen. Hä? Ah, jetzt. Hat einen kleinen Delay gehabt. Wir mussten den erst casten. So, dann war es das für den Part von Trails of Mana. Das war, ja, ein kleiner Horror-Part. Ich weiß, wir haben uns alle in die Hose gemacht, müssen jetzt erstmal die Pumpas wechseln. Deswegen sage ich bis zum nächsten Part und bis dahin noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Bye-bye und ciao.